Ja, also eigentlich ist der Hintergrund dunkel, damit es angenehm für die Augen ist, aber das funktioniert nicht. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, am Anfang mal zu unterscheiden zwischen Funkamateuren und Amateurfunkern. Das ist tatsächlich irgendwie ein Unterschied, vielleicht so wie die Volksfront von Judäa und die Judäische Volksfront. Sollte man nicht verwechseln. Ich bin ein Funkamateur, ich habe also auch eine Lizenz gemacht bei der Bundesnetzagentur, das heißt, ich habe dort eine Prüfung geschrieben. Das ist also deutlich, also offizieller sozusagen, das ist organisierter. Es gibt dort den Deutschen Amateurradioclub, der irgendwie die Funkamateure vereinigt. Durch die Prüfung bekomme ich auch irgendwie mehr Rechte dadurch, also ich kann. Habe höhere Reichweiten dadurch, dass ich mehr Leistung verwenden darf und auch die Geräte sind professioneller. Amateurfunker ist das, was man vielleicht so auch als CB-Funker kennt. Das sind Leute, die das zum Beispiel im LKW machen. Die haben da manchmal Funkgeräte, um sich mit ihren, weiß nicht, anderen LKW-Fahrern zu unterhalten. Die Funkgeräte sehen dann in etwa so aus. Nachher kommt noch ein Bild von einem ja, professionelleren Funkgerät. Die dürfen aber nur gekaufte Geräte verwenden. Also ich darf meine Geräte auch selbst bauen. Es gibt nur 80 verschiedene Kanäle, also die Frequenzen sind sehr eingeschränkt und auch die Leistung ist gering. Also da kommt man vielleicht im Stadtraum rum, so 3 Kilometer Reichweite oder so. Ein Funkamateur kann ziemlich viel machen. Also es ist, das Schöne daran ist, dass man wirklich sehr viele verschiedene Bereiche hat, in denen man aktiv werden kann. Also was ich erwähnt habe, ist, dass wir eben selbst Geräte bauen dürfen und auch das Wissen dazu haben, so theoretisch. Dann den reinen Funkbetrieb. Also einfach sich mit anderen Leuten unterhalten auf den Frequenzen, also das können auch wildfremde Leute sein. Dann gibt es einige Wettbewerbe im Amateurfunk und tatsächlich auch Sport. Also die sitzen nicht immer nur im Keller mit Bier und Chips, sondern die gehen auch manchmal raus. Und genau, das hier ist tatsächlich ein Selbstbau, den habe nicht ich selbst gebaut, aber den hat mir irgendein netter alter Funkamateur gegeben, der meinte, er braucht den nicht mehr und genau, sowas kann man tatsächlich selber bauen. Das ist also ein einfaches Funkgerät. Und dieses Wissen kommt auch tatsächlich aus der Amateurfunkprüfung, weil die ist unterteilt in einen technischen Teil, wo man also Fragen zur Elektronik beantworten muss, die also auch enthält, wie baut man halt ein Funkgerät. Dann gibt es Vorschriften, also Gesetze, alles sowas. Das ist auch wichtig, wenn man ein Funkgerät baut, damit man weiß, welche Grenzwerte das einhalten muss. Und es gibt noch den Teil zum Betrieb, also wie führt man ein Funkgespräch im Prinzip ist das. Genau, das hier ist tatsächlich was ich selbst gebaut habe. Das ist eine Antenne, die in meinem Garten hängt, also im Prinzip ein Draht, der ist 40 Meter lang, hängt deswegen auch über 3 Gärten und nicht nur über unserem. Genau, man sieht da auf dem linken Bild ein bisschen was vom Draht und auf dem rechten, das ist das Stück in der Mitte, wo die beiden Drähte zusammenkommen und das Kabel, was zum Funkgerät führt. Genau, zum Funkbetrieb selbst. Also man kann wirklich mit der ganzen Welt funken. Ich habe auch schon mit Neuseeland gefunkt und ich habe auch schon mit den Falklandinseln gefunkt. Und das funktioniert im Prinzip so, dass man sich irgendwo eine Frequenz sucht, die frei ist, und dort erstmal ruft, einfach nur hier, ich bin hier, das ist mein Name. Möchte irgendjemand mit mir funken? Und dann, also irgendjemand, der das hört auf der Welt, der kann dann antworten. Und das ist auch das Interessante, dass man also wirklich sich, manche sprechen sich vorher ab, aber dass man auch wirklich so komplett fremde neue Leute aus ganz anderen Kulturen kennenlernen kann. Jeder Funkamateur hat dazu auch ein Rufzeichen, das ist im Prinzip wie ein Nummernschild, mit dem er sich dort identifizieren kann. Beim Funken kann man sich austauschen über, weiß nicht, oft ist das Wetter erstmal das erste Gesprächsthema, dann vielleicht die Technik. Also gerade durch den Selbstbau von den Geräten wird es auch interessant, weil man dann so sich unterhalten kann, ja, was hast du gebaut, was habe ich gebaut und vielleicht auch gegenseitig an Problemen arbeiten kann, auf die man gestoßen ist. Also das passiert auch häufig, dass da Leute zusammen über Dinge nachdenken, wie man da irgendwie was bauen könnte. Oder halt auch wirklich über die Kultur in den Ländern, weil es so vielfältig ist, welche Leute da beim Amateurfunk teilnehmen. Was auch sehr interessant ist, was zum Punkt Funken mit der ganzen Welt gehört, dass ein Ziel von manchen Funkamateuren ist es, mit jedem Land auf der Erde einmal gefunkt zu haben. Und im Amateurfunk gibt es aber noch viel mehr Länder als politische Länder. Denn Inseln, die weiter als 400 Seemeilen vom Festland entfernt sind, zählen als eigenständiges Land. Das können dann aber auch Inseln sein, die sind 100 Quadratmeter groß und da wohnt niemand. Und es gibt auch Länder, da wohnen zwar Leute, aber keine Funkamateure.
So, was macht man nun, wenn man dort mit dieser Insel funken will? Dann gibt es Leute, die sammeln über vielleicht 10 Jahre oder so Spenden, mieten sich dann ein riesiges Schiff, fahren auf diese Insel irgendwo im Pazifik, viele tausend Kilometer weg vom nächsten Festland und machen dort 4 Wochen lang nichts anderes als funken. Wirklich 24 Stunden lang nur funken, an 10 Funkgeräten gleichzeitig, damit wirklich jeder irgendwie mal auf der Welt die Chance bekommt, mit dieser Insel zu funken. Also man kann das wirklich auch sehr extrem ausleben, was diesen Amateurfunk, ja, da gibt es wirklich auch schöne Beispiele. Ja, dann Funkamateure können auch bei Katastrophen mithelfen für Kommunikation. Das Tolle an den Funkgeräten ist, dass man eine direkte Kommunikation hat, ohne Zwischenstellen. Ich funke also wirklich mit dem anderen so quasi direkt einfach durch die Luft und nicht wie beim Mobilfunk, wo man ganz viele Mobilfunkmasten dazwischen hat. Und deswegen, wenn das Mobilfunknetz zusammenbricht, können Funkamateure trotzdem sich immer noch verständigen. Und so, wenn zum Beispiel irgendwo ein Hurricane war oder so, halt Hilfe holen. Oder in abgeschnittenen Bergregionen irgendwo kommt das halt schon vor. Genau, dieses schöne Bild, was da die ganze Zeit schon ist, das nennt man QSL-Karte. Das ist im Prinzip wie eine Postkarte, das ist eine Empfangsbestätigung. Die schickt man sich nach einem Funkgespräch. Also ich habe, das ist meine Karte, da steht auch mein Rufzeichen drauf, dieses DO3NR, und davon habe ich zu Hause 1000 Stück. Und immer wenn ich mit jemandem gefunkt habe, fülle ich so eine Karte aus. Auf der Rückseite kann man da eintragen, wann man gefunkt hat, auf welcher Frequenz und mit wem und alles Mögliche. Und dann kriegt er die Karte und hat dann sozusagen die Karte als Bestätigung, dass er wirklich mit mir gefunkt hat. Denn wenn man sich das zum Ziel gesetzt hat, mit der ganzen Welt zu funken, dann kriegt man dafür auch eine Urkunde. Aber das muss man irgendwie nachweisen, dass man das wirklich gemacht hat. Und dazu gibt es diese Karten, dass man wirklich hat, okay, hier, das ist meine Bestätigung, ich habe mit dem gefunkt. Und da habe ich also auch schon einige Karten gesammelt von verschiedenen Ländern. Das sieht eigentlich besser aus, die Folie. Auf jeden Fall, dieses Stückchen, was man dort sieht, das ist aus Katar, und da sieht man also wunderschöne Kamele drauf, finde ich auch immer sehr interessant, was da halt für Bilder auf den Karten sind. Da haben manchmal Leute wirklich kreative Ideen. Ja, genau. Zu den Wettbewerben. Es gibt einfache Contests, nennt man das. Das ist wirklich beim Funken selbst, dass man so sagt, okay, ich setze mich jetzt hin, 24 Stunden oder 48 Stunden, und probiere in der Zeit so viele Funkkontakte wie möglich zu machen. Also dann sieht es wirklich so aus, die Leute, die fahren da teilweise auf den Berg, zelten dort, und um halt auf dem Berg einen besseren Standort zu haben, und machen dort 24 Stunden lang nichts anderes als funken und schreiben die ganzen Verbindungen mit und reichen das am Ende ein, und wer dann halt die meisten Verbindungen geschafft hat, der hat dann gewonnen. Da gibt es auch Leute, die, also man kann beim Amateurfunk kann man sprechen, man kann morsen, man kann Bilder senden, man kann Digitalfunk machen, also Schrift. Und da gibt es Leute, die morsen mit 2 Händen gleichzeitig. Also die morsen mit der einen Hand und hören an dem anderen Funkgerät, und dann tauschen sie das. Also damit sie halt 2 Funkgespräche gleichzeitig führen können. Und dann sitzt noch die Frau daneben und füttert die, weil sie keine Zeit zum Essen haben. Ja, genau. Und das gibt es aber auch in einer humaneren Form für Leute, die da mit erste Erfahrung sammeln wollen, zum Beispiel den Europatag der Schulstation, da geht es nur über 2 Stunden oder so. Dann gibt es auch Diplome, zum Beispiel dieses DXCC, das ist genau dafür da, wenn man wirklich mal mit allen Ländern gefunkt hat, aber da gibt es auch mit allen Kontinenten gefunkt oder mit allen europäischen Ländern oder alles sowas, kann man auch sammeln. Dann Sport von Funkamateuren. Da gibt es etwas, das ist ähnlich dem Orientierungslauf. Also Orientierungslauf ist ja das Prinzip, man hat Posten im Wald versteckt und muss die anhand einer Karte finden, wo die eingezeichnet sind. Wir haben auch eine Karte, aber da sind leider die Posten nicht eingezeichnet. Wir finden die aber trotzdem, denn an jedem Posten ist ein Peilsender, der die ganze Zeit sendet. Und dann habe ich in der Hand einen kleinen Peilempfänger, der ist vielleicht so groß. Da war eigentlich auch ein Bild, aber da sieht man irgendwie nur das davon von dem Bild. Das ist ein bisschen schade, aber man kann es sich vielleicht trotzdem vorstellen. Und je nachdem, wie ich den drehe, wird das Signal, was ich dann über Kopfhörer höre, lauter oder leiser. Und wo das am lautesten ist, in die Richtung, ist dann der Sender. Und dann muss ich da hinlaufen. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht mal so schwer, aber erstens ist die Laufstrecke vielleicht so 10 Kilometer. Und das muss man dann schon schnell schaffen irgendwie. Also es ist sportlich, und dann kann es passieren, dass sich die Funkwellen an Bergen oder allem Möglichen reflektieren. Das heißt, es kommt vor, dass ich mein Signal aus 5 Richtungen höre und mich dann entscheiden darf, wo muss ich jetzt hinrennen.
Ja, oder manchmal höre ich mein Resignal gar nicht, wenn ein Berg dazwischen ist, zwischen dem Sender und mir. Genau. Nächstes. Noch mehr Sport. Ja, für Leute, die nicht mehr ganz so schnell unterwegs sind, gibt es zum Beispiel in Sachsen den sächsischen Bergwettbewerb. Da geht es darum, dass sozusagen man nicht mit Ländern, sondern mit Bergen quasi funkt. Also dort gibt es sehr viele Leute, die am Wochenende einfach nur sich ihr Funkgerät nehmen und auf Berge wandern und dann eben von dem Berg mit anderen Stationen funken und dann kann man diese Berge quasi sammeln. Dazu gibt es hier so Funkgeräte in dieser Größe, sind im Prinzip ein Walkie-Talkie, es macht auch dasselbe wie ein Walkie-Talkie, ist nur deutlich teurer. Und das kann man also super mitnehmen, das hat auch einen Akku und dann kann man damit also auch mobil funken. Also normale Funkgeräte, die sind halt in der Größe und die brauchen auch mehr als einen Akku. Ja, ich glaube, damit bin ich sogar schon fertig. Genau, da gibt es ja noch die Website vom Deutschen Amateurradio-Club. Ihr könnt auch mir schreiben auf Sulip, auf GitHub irgendwo. Ich heiße immer Ulf vom Mond. Und wenn ihr seht, was man mit dem tollen Wissen, was man beim Amateurfunk erlernt, auch anstellen kann, für durchaus sinnvolle Dinge, habe ich einen Twitter-Account für mein Schließfach in der Schule, denn dort wächst Kohlrabi und Radieschen drin, wo ich also auch viel für die Beleuchtung und alles Mögliche gebastelt habe. Könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr da Spaß dran habt. Genau, dann bin ich sogar rechtzeitig fertig und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Wie lange machst du das schon? 3-4 Jahre irgendwie so, ja. Also hast du vor 3-4 Jahren deine Lizenz gemacht? Genau. Also ich hab schon vorher damit angefangen. Ich kann ja nicht sofort meine Lizenz machen. Das habe ich vielleicht gelernt 3 Monate dafür, also einmal die Woche. Und wir haben da bei uns einen Amateurfunk, also halt einen Funkamateur, der sich das zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele junge Leute auszubilden darin. Und da gibt es bei uns am Berufsschulzentrum für Elektrotechnik eine Funkstation. Und da habe ich also erstmal angefangen, mir das so anzuschauen. Und man kann auch, also man darf eigentlich nur funken, wenn man eben eine Lizenz hat, aber es gibt Ausbildungsrufzeichen. Das heißt, ich darf dann auch funken, wenn mein Lehrer neben mir sitzt, auch wenn ich noch keine Lizenz habe, da kann man da schon mal ein bisschen reinkommen. Und dann habe ich ungefähr nach einem Jahr meine Lizenz gemacht. Ja. Gibt es sowas für Hackerspaces, so eine Ausbildungsfunklizenz? Es gibt Clubstationenrufzeichen, also dass man sozusagen zusammen das eben macht. Aber dazu muss man auch, jeder, der funken will, muss auch eine Lizenz haben. Also genau. Aber man kann sozusagen dann zusammen Länder sammeln oder so. Ja. Also es ist mittlerweile gar nicht mehr so häufig, aber da fahren manchmal so kleine Wagen von der Bundesnetzagentur rum, die schauen, ob sie irgendwo Signale finden, die da vielleicht nicht sein sollen, und kommen dann mal bei dir vorbei. Dann ist es so, dass es, also wenn du zum Beispiel auf Frequenzen funkst, wo du nicht funken darfst, wie Radiofrequenzen, fällt es ziemlich schnell auf, dass da irgendwas ist, was nicht sein soll. Das wird auch wirklich krass verfolgt. Und dann musst du immer, wenn du funkst, dein Rufzeichen nennen. Und ohne Lizenz hast du kein Rufzeichen. Da aber auf den Bändern, also auf den Frequenzen, immer ganz viele andere Funkamateure unterwegs sind, werden die merken, wenn du keine Lizenz hast oder kein Rufzeichen hast oder ein falsches Rufzeichen verwendest. Und deswegen, das hat auch so ein bisschen Selbstkontrolle, dass dann die dann im Prinzip dich melden können, hier, ich habe da was gehört. Genau, du darfst beim Amateurfunk auch nicht verschlüsseln. Alle Nachrichten müssen offen lesbar übertragen werden. Weil der Amateurfunk nicht kommerziell verwendet werden darf. Es geht beim Amateurfunk wirklich darum, dass du einen interkulturellen Austausch hast. Es geht um die persönliche Weiterbildung und eben, es steht auch wirklich in der Prüfung gab es auch eine Frage dazu, dass man eben den Amateurfunk nicht kommerziell verwenden darf. Genau, und das ist also Sinn der Sache, dass man da offen redet. Ja. Ich glaube, die Hälfte habe ich noch. Ja. Aber ja, also ich bin nicht so wahnsinnig aktiv, was das angeht. Also gerade jetzt habe ich so auch schulisch nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen, ja, genau, komme ich nicht mehr so viel dazu. Aber wir haben bei uns an der Clubstation, haben wir, glaube ich, in einem Jahr 20.000 Karten verschickt. Wow. Ja. Läuft deine Lizenz irgendwann ab oder musst du die nachmachen? Die läuft nicht ab, die gilt, bis ich tot bin.
Nee, das leider nicht. Ja. Und war die Antenne bei dir so über drei Grundstücke gespannt? Das ist die Langwellenbänder oder so? Genau, also, die Amateurfunkbänder, die gehen von, also, weiß nicht, die höchsten Frequenzen liegen bei mehreren Gigahertz, das sind also 13 Zentimeter, das ist ungefähr WLAN. Gehen aber auch runter bis 160 Meter und es gibt auch bei 100 Kilohertz noch Amateurfunkbänder und die Welle ist, die Antenne ist idealer Lambda halbe lang und das ist eben für 80 Meter ausgelegt. Ja. Machst du die über digital oder analog? Also ich finde analog generell besser, weil man das irgendwie schöner versteht und ich finde die Schaltung eleganter und ja, deswegen mag ich das wohl lieber. Also ich kann auch ein bisschen morsen, habe das mal gelernt. Genau, dafür sind auch die Geräte irgendwie dann einfach zu bauen. Digital finde ich irgendwie ein bisschen langweilig, dann kann ich nämlich auch WhatsApp nehmen. Ja. Gibt es auch Amateurfunkkabinen, die von ihren Männern gefüttert werden? Das kommt sehr, sehr, sehr selten vor. Also das ist wirklich fast ausschließlich Männer, die das machen, ausschließlich alte Männer. Also wir haben irgendwie in Deutschland einen Altersdurchschnitt von 65 oder 70 Jahren. Wir sind bei uns der jüngste Ortsverband mit einem Durchschnitt von 40 Jahren. Und man hört also auch regelmäßig Geschichten über den Zweiten Weltkrieg. Das ist dann schon ja, ganz interessant. Also, ja, es gibt Frauen, die das machen, aber vernachlässigbar. Ja, aber ich meine, es ist jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig einladend, wenn man manchmal in irgendwelche Clubstationen kommt, dann fühle ich mich da auch nicht so wahnsinnig wohl. Ja, aber ist halt, viele haben halt auch, das Problem ist auch, dass viele nicht so das Interesse daran haben, irgendwie dort neue Leute dazu zu gewinnen und die Motivation da einfach nicht da ist. Ist doch irgendwie ein bisschen eine aussterbende Disziplin. Du hast jetzt den Funkgeräten dabei, hast du von Halle aus jetzt schon mal gefunden? Nö, das habe ich noch nicht gemacht. Du kannst ja quasi mal Petersberg über die Relaisstation. Ja. Genau, aber ja, also auch manchmal, wenn ich irgendwo hinfahre mit Zug oder Bus, dann nehme ich das auch einfach mit als Beschäftigung und dann kann man da unterwegs auch funken. Ja, die gucken dann immer lustig. So, ich muss aufhören, aber wenn ihr mir noch mehr Fragen stellen dürft ihr das natürlich, wollt, könnt ihr das immer noch machen. Genau, aber jetzt ist der Nächste dran.